bleibt denn Jazz? Das würde ich auch gern wissen. Jazz, was ist denn los? Das weißt du nicht? Heute ist Freitag der 13. Gefährliche Sache. Für euch. Mir kann ja nichts passieren. Aua, aua. Klondike, ausgerechnet mein Lieblingskäse. Können Sie denn keinen anderen als Köder dafür nehmen? Keine Sorge, Herr Major, den frisst Ihnen die Maus auf keinen Fall weg. Die Falle ist idiotensicher. Ich leg den Käse einfach auf die Falle und dann stelle ich den Bügel hoch. Es geht ein bisschen schwer. Aber Sie sehen, was das für eine Gewalt hat. Man muss es hier festmachen. So, jetzt soll die Maus nur kommen und den Käse anfassen. Die Falle macht Schnapp und ich habe sie. Oh, ich rieche meinen Lieblingskäse. Ach so, da hat Klondike eine Falle aufgebaut. Aber ich bin natürlich viel zu schnell für eine Falle. So, hab ich dich erwischt, Käsedieb? Ja, ja, Klondike Cat kriegt immer seine Maus. Warte, warte. Nichts da, Barty, du kommst in die extra sichere Zelle, mein Schatz. Hier, rein mit dir. Und bilde dir nicht ein, dass du da jemals wieder rauskommst. Die Wände sind 3 Meter dick und die Türen sind aus schwedischem Stahl. Ja, ja, diesmal hab ich dich, du verflixte Maus. Jetzt kannst du da drin verschimmeln. Vielleicht hast du recht. Aber was ist mit dir, Klondike? Was soll mit mir sein? Was willst du den lieben langen Tag machen, wenn ich hier eingesperrt bin? Na, du machst mir Spaß. Ich kann zum Beispiel, Nein, nein, streng dein Spatzengehirn gar nicht erst an. Du bist nämlich nur auf der Welt, um mich zu fangen. Jetzt hast du mich zwar gefangen, aber dafür hast du keinen Job mehr. Dir wird gekündigt. Was? Das wäre ja furchtbar. Ich will mal Gnade vor Richter gehen lassen. Raus mit dir. Nein. Nein? Ich gehe ja nur raus, wenn ich vorher meinen Käse bekomme. Das wäre ja noch schöner. Weißt du, was das ist? Eine Erpressung. Na und? Wenn du nicht freiwillig gehst, schmeiß ich dich eben raus. Gib mir den Käse und ich gehe freiwillig. Niemals. Wenn sie nicht freiwillig gehen will, dann räuchere ich sie eben aus. Oder brennt, kommt die Maus gleich angerannt. Och, ich weiß, was ich mit dir mache, wenn ich dich erwische. Gib mir den Käse, Klondike, und weg bin ich. Komm nicht in Frage. So, jetzt leg ich die dumme Maus aber endlich rein. Also gut, du hast gewonnen. Hier ist der Käse. Guten Appetit. Das muss ich erst mal prüfen. Ja. So, jetzt wirst du fliehen, ob du willst oder nicht, verstanden? Oh, ey, pardon. Hä? Wie? Oh. Hallo, Schneewittchen, ich geh wieder ins Kittchen. Also, jetzt reicht's mir, jetzt bleibst du da drin. Aber Klondike, mit mir hier drin bist du doch arbeitslos. Nein, wie dumm ich war. Ich darf dich ja nicht entwischen lassen. Das wäre ja gegen meine Vorschriften. Bieg die Gitterstäbe auf, rasch, Mammut. Klondike. Klondike. Ich weiß schon, was Sie mir sagen wollen, Major. Die Maus ist hinter Schloss und Riegel und jetzt brauchen Sie mich nicht mehr. Unsinn, Klondike. Die Maus ist aus dem Gefängnis entflohen und hat natürlich meinen Käse mitgenommen. Hm? Na, ist ja prima. Endlich habe ich wieder was zu tun. Und wie man ja längst weiß, Klondike Cat kriegt immer seine Maus. Willkommen in der Sendung, bei der sich alles darum dreht, wie man super Sachen ganz leicht mit den Fingern hinbekommt. Jetzt
wird gebastelt, was das Zeug hält. Ah, so funktioniert der Minutenspiel-Einbrecher-Alarm. Cool und kreativ. Fingertips. Ab dem 2. Juli. Neu. Auf Junior.